Ein historischer Moment für Frankreich. Vincent Houtin und Bruno Boileau sind die ersten beiden Männer, die sich im Land der Aufklärung das Ja-Wort gegeben haben. Die Zeremonie im Rathaus von Montpellier im Süden erfolgt auf Grundlage des neuen Gesetzes zur Homo-Ehe. Gleichheit für alle, das ist die Botschaft, die das schwule Ehepaar in Frankreichs Gesellschaft tragen will, neben dem privaten Glück. Doch nicht alle sind begeistert. Politisch war die Reform von Staatspräsident François Hollande eine Schwergeburt. Auf den Straßen gab es teils heftige Proteste, wie hier am Sonntag in Paris. Auch die Menschen in Montpellier sind gespaltener Meinung über die Hochzeit von Houtin und Boileau. Ich freue mich sehr für Sie und wünsche Ihnen alles Gute. Das Gesetz muss angewendet werden. Ich bin trotzdem nicht dafür. Aus Sorge vor gewalttätigen Protesten ist in Montpellier die Polizei im Einsatz. Vor der Zeremonie geht ein Drohanruf ein. Das Rathaus wird daraufhin durchsucht. Doch am Ende läuft für das Hochzeitspaar alles ungetrübt. Ein großer Tag für Houtin und Boileau und ein großer Tag für Frankreich. Ui.